Pass auf, Shinshan schreit FN. So, das wird's bringen, Leute. Es geht los. Und nochmal für die Community, die das wieder That's möglich wrong. Gemacht haben, gibt's noch ein Danke. Und jetzt. Damit herzlich willkommen zum Trade-Up, der meiner Meinung nach genauso krass ist wie der Trade-Up zu Dragonlore damals. Das war wirklich krass, das hat ja auch die Community ermöglicht. Deswegen auch hier nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die das möglich gemacht haben in der Community. Vielen Dank einmal an Tuhack und Nozzle, die mir direkt eine Poseidon haben zukommen lassen. Vielen Dank an alle PSC-Donations von Spawn, Slickest Girl, The Boss Epi, Demon Bane, Douglas Blake, Wofka, Rushlappen, Butterball, Jockel, Lukoch, Speedo und Ice Device. Ihr habt hier wieder was möglich gemacht, zusammen mit der Community, mit allen Leuten, die dabei gewesen sind, zugeschaut haben, whatever, was einfach utopisch ist. Ja, die Dragon Lore ist mit immer noch neben den Messern, die jetzt in bla bla, ne, Stat Track, Factory New, Full Diamond Pattern, ja, immer noch Mehrwert sind, ist die Dragon Lore mit die teuerste Waffe und jetzt kommt die Medusa. Einzige Problem, das wir haben könnten, ist, dass auch wenn alle 10 Poseidons, die wir da jetzt reinpacken, Factory New sind, die Medusa nicht Factory New wird. Und das wäre echt bitter. Alle Poseidons sind FN. Ich habe noch einen in Minimal Wear, aber ich wollte die Chance, dass die Medusa Minimal Wear wird, so gering wie möglich halten. Und deswegen haben wir sie alle FN gemacht. Das Ganze ist auch wieder nur dank der Community möglich gewesen. Allein wäre ich da nie dran gekommen. Deswegen einmal vielen Dank nochmal. Also ich weiß das sehr zu schätzen und das ist einfach wieder so ein Community-Ding. Genau wie die Dragon Lore, die wird für die T-Seite genutzt. Die Medusa wird für die CT-Seite genutzt. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass sie FN wird. Ja? Ich bin sofort wieder da und dann geht's los. Yo. Da bin ich wieder. Ich musste meinen Glücksbringer holen, ja. Kleinhorn. Okay. Kleinhorn war auch bei der Dragon Lore dabei. Okay, was machen wir? Sie kann nur FN oder MW werden. Also, oh Gott, die muss. Wir machen trotzdem den Namen weg, falls eine Tag 9 Sandstorm rauskommt durch einen Bug. So, das möchte ich nicht vorher sehen, ja. Das würde ich, wenn wir. Das möchte ich hier, wenn, als Riesenüberraschung haben. So, deswegen verbinden wir es trotzdem. Ja, wir malen wieder ein fantastisches Kleinhorn. So. Kommt bestimmt eine UMP Indigo. Sieht aus wie ein Vogel aus Ark. Ein nicht fantastisches Kleinhorn. Sieht aus wie ein Ark-Vogel. Aber dafür kommt noch Shinshan drauf, den können wir auch, den hatten wir auch letztens. Ja. Grotto-Hype. Grotto? Nein, keine Grotto. Es wird eine FN. FN, Leute. FN Medusa. Was ist das für ein Horn, ey? Pass auf, Shinshan schreit FN. So, das wird's bringen, Leute. Es geht los. Und nochmal für die Community, die das wieder That's möglich wrong. Gemacht haben, gibt's noch ein Danke. Und jetzt. Oh Gott, ich bin genauso aufgeregt wie bei der scheiß Strangler damals. Let's roll! Komm schon, es geht los, es kann nicht, man kann es nicht mehr stoppen! Ah, oh mein Gott. Verzögerung. Viel ja, Mann! Boah, ist die schön. Gentlemen! Ich hab noch nicht geguckt, was es ist. Honeyfu, subscribe! Ja, dankeschön, Honeyfu, nice. Für 6 Monate dabei! Oh. Welche Condition ist es? Soll ich. Ich brauch einen Schnaps! Die ist die hässliche. Sie ist geil. Factory ist New. Richtig sexy, ey. Factory New. Sie ist Factory New, Leute! Did it! Yes! Die ist FN! Die ist einfach FN! Boom!
Sniped! Gratuliere, lieber Dalukat. Oh. Gratuliere, liebe Community. Ja, danke an die Community. Genau, ich schreibe es wieder unter dem Stream. Es steht auch, alleine schon bei den Skin-Donations, steht ja auch schon bei Dragonlock. Gentlemen, the King! Silverfire, subscribe 4 Monate in Folge. Vielen Dank, Silverfire. Da die beste Community, AWP Dragonlord, steht unterm Stream. Und da kommt jetzt noch dazu die beste Community, AWP Medusa. Boah, ist die geil. Ich pack sie mal hier auf CD-Seiten rein. Oh, der Chat geht richtig ab. Vielen Dank an alle, die jetzt hier Glückwünsche oder äußern. Aber eigentlich müsste der Dank nur an die Community gehen. Denn ohne euch hätte ich das einfach nicht hinbekommen. Ja, ich hatte jetzt auch, ich glaube, 2 oder 3 dazu getan. Aber das ist ein Witz im Vergleich zu den anderen 7, die da noch fehlten. Und deswegen vielen Dank, dass ihr mir hier wieder einen geilen Skin ermöglicht habt. 2014 Dragonlord, 2015 Medusa. Das ist schon geil.